Hallo Leute, hier ist wieder euer Lonzo Zorro mit Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir ja ordentlich Chaos gemacht, veranstaltet und haben uns, ja, hier einen Ofen gebaut, daneben noch so eine kleine Crafting-Box. Und das ist quasi hier unser bisheriges Heim, wenn man so will. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir machen wollen. Wir können jetzt hier erstmal in unsere Mine wieder rein. Wir haben natürlich auch sehr viel neues Holz wieder bekommen. Das will ich mal eben verwenden, um mir wieder ein paar Stöcker hier zu bauen. Zack, haben wir noch 3 Kohle übrig. Für wichtige Zwecke. Und ja. Dann erkunden wir mal diese unendlichen Tiefen. Und schauen, was wir so kriegen können. Hier ist wieder Kohle. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Das ist wie im echten Leben. Wenn man keine Kohle mehr hat, dann ist man arm dran, ne? Naja. Weil wenn man keine Fackeln bauen kann, dann können halt in... ja, dann sieht man nichts. Und dann gerät man in dunkle Gebiete. Und da sind dann Monster, Zombies und so weiter. Und ich höre gerade einen hinter mir. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ist mir jetzt egal. Ich grab erstmal aus, ne? Ich habe gerade echt was Knurren gehört. Das ist natürlich jetzt... Bin ich jetzt natürlich auch so ein bisschen gescared. Andererseits haben wir ein ziemliches Schwert, was auch uns behilflich sein kann im Kampfe. Oh, ich habe so ein bisschen Angst, jetzt hier reinzugehen. Spürt das vielleicht auch? Mir schlottern schon fast die Knie. Aber ich bin ja natürlich auch ein erfahrener Spieler, von daher weiß ich, wie man dann notfalls damit umgehen kann hier. Sollte da, ich gucke hier auch so ein bisschen um die Ecke, merkt schon meine ganze Erfahrung, dass ich hier natürlich möglichst schnell auch merken will, wenn ich angegriffen werde. So, nehmen wir einfach die Steinspitzhacke, es geht eh schneller. Aber ich wollte jetzt erstmal das Holz nehmen und die Steinspitzhacke mir ein bisschen aufsparen. Und wir sind an Wasser angelangt, super. So eine kleine Quelle. Müssen wir aufpassen, dass wir keinen Wasserfall runtertreiben oder so. Und schauen wir mal, wo es lang geht hier. Notfalls gehen wir einfach dem Wasser wieder nach. Müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verirren. Ah, wunderbar. So, dann bauen wir hier erstmal ein bisschen ab. Noch ein bisschen mehr Eisen. Und dann können wir gleich wieder an die frische Luft gehen. Oh, hier ist noch richtig viel Kohle für uns. Noch richtig viel Kohle. Gibt auch natürlich ordentlich Erfahrungspunkte, die in den Steinen versteckt sind. Obwohl ich natürlich zu Hause auch noch nie gesehen habe, dass irgendwie Erfahrung in einem Stein drin steckt. Wie auch immer so Erfahrung aussieht, aber gut. Alte Leute sind quasi nicht erfahren, weil sie so viel Lebenszeit haben, sondern weil sie schön viele Steine zerkloppt haben. Und ja, dann machen wir uns aber langsam mal wieder auf hier an die Oberfläche. Ich denke, wir haben hier schon auch ordentlich was geleistet erstmal. Aber ich denke, als nächstes können wir schon fast anfangen, unser zweites Haus so ein bisschen zu bauen. Das erste ist ja einfach, ja, eine Ritze im Boden, wenn man so will. Ein kläglicher Anfang. Doch wir werden noch hoch aufsteigen. Das versichere ich euch. Also, alle großen Leute haben immer klein angefangen. Und nach diesem Motto lebe natürlich auch ich. Ich war vor einer Woche auch noch ein kleiner YouTuber, aber jetzt habe ich bestimmt bald schon 10.000 Abonnenten. Und dann mache ich großes Geld. Und ihr seid natürlich da ein wichtiger Bestandteil. Und deswegen, wie immer, ne, abonnieren, kommentieren und so weiter auch. Ganz wichtig, teilen, zeigt allen euren Freunden, wie geil ich bin. Und ja, sagt vielleicht auch mal eurer Freundin irgendwie, sie kann gerne bei mir anrufen und dann, ja, wobei,
Nie wird das schon, ne? Wir schauen auf jeden Fall mal. Ne, jetzt habe ich mich verlaufen. Wie wir ja wieder rauskommen. Ich baue mal so ein bisschen Kies ab. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und es kommt irgendwie Feuerstein raus oder sonst was. Aber ich glaube, das geht eh nicht, wenn man keine Schaufel hat. Der fällt tatsächlich auch runter. Das ist so das Besondere an dem Kies. Ist bei Sand übrigens genauso. Vielleicht werden wir noch Sand finden. So, ich baue den jetzt hier einfach mal hin. Und ja. Dann schauen wir mal, wie es oben ausschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass natürlich da immer noch ja, alles in friedlicher Ruhe ist. Ist es auch. Jetzt habe ich Mist gemacht hier. Und weil so viele Schafe bei uns in der Nähe sind, können wir uns auch eigentlich gleich eine Schere craften. Dann müssten wir die auch nicht umbringen, um an ihre Wolle zu gelangen. Sondern, ja, wir scheren sie einfach. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie was erfahren. Mit der Schere ging, glaube ich, auch. Ja, man konnte mit der Schere auch dieses Gras hier kriegen. Und ich glaube außerdem, genau, mit der Schere konnte man so Grasblöcke noch kriegen. Das ist natürlich super. Nicht Grasblöcke, sondern Baum, ja, Baumblätter. So. Aber ich sehe jetzt auch weit und breit keine. Doch, da ist ein Schaf. Da ist noch eins. Die sind also mehr so in dieser Richtung hier. Ah, ich muss aufpassen, dass ich nicht alles, worauf ich stehen will, noch abholze hier. Und da ist noch was, was wir eventuell abholzen können hier. Und zwar Zuckerrohr oder Bamsos. Ich weiß es nicht so genau. Zuckerrohr, glaube ich. Ist mir aber auch egal, was genau diese Pflanzen dann überhaupt sind. Hauptsache, ich habe sie. Denn haben ist immer besser als sehen. Oder so. Ihr wisst schon, wenn ich eine geile Schlampe sehe, na dann will ich die natürlich auch lieber haben, als dass ich sie nur sehe, weil sehen, das geht ja auch nicht alleine. Und ich hatte schon einige, das könnt ihr mir glauben. Da habe ich deutlich mehr schon als ihr gehabt. Also. Die können alle da ein Lied von mir jetzt singen. Die sind auch, die trauern, glaube ich, dem alles noch so ein bisschen hinterher, aber. Naja, gut, ich kann nicht alle gleichzeitig glücklich machen. Da kommt eine nach der anderen, ne? So läuft das. Okay. Und so abgeklärt wie ich bin, denke ich mal, dass wir hier auch jetzt umziehen. Oder uns zumindest ein Haus so aufbauen, was auch irgendwie aussieht, weil so geht das ja echt nicht. So, ich hack das mal hier gerade kaputt. Können wir uns eh einen neuen machen. Das Bett habe ich, glaube ich, noch, ne? Ja, es bleibt ganz. Okay. Dann wollen wir nah am Wasser gebaut sein? Nein, bloß nicht. Ich bin nicht so eine Heulmemme. Hey, da oben sind noch Schafe. Da kletter ich doch hoch. Das schaffen wir doch locker, oder? Was meint ihr? Ja, das Schaf gibt mir recht. Naja. Ey, du Arsch, spring nicht runter, wenn ich mit dir rede. Spring nicht runter. Was glauben die, wer sie sind? Ich bin ja der Boss. Zack. Wolle. Und da ist noch ein bisschen mehr Wolle. Zack. Ja, am liebsten würde ich das Ding gleich umbringen, aber vielleicht wächst die Wolle ja bald nach und dann wäre es schade drum. Vielleicht baue ich mir auch ein Haus aus Wolle, ich weiß nicht. Soll ja auch cool sein. Also ich finde das ziemlich verrückt eigentlich, wenn Leute sich Häuser aus Wolle bauen, aber gut. Und hier haben wir was Geiles gefunden gerade. Moment. Rosenstrauch, da holen wir uns erstmal ordentlich Farbstoffe raus. Und das ist eine Pfingstrose. Und da können wir uns rosa Farbstoff rausholen. Das ist natürlich ziemlich cool. Die sind relativ selten, soweit ich mich erinnere. Haben wir jetzt eigentlich gerade Pfingsten? Ich glaube, wir sind ein bisschen hinterher. Oder? Moment, Pfingsten. Wann ist Pfingsten? Schreibt mal in die Kommentare, wann Pfingsten ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe keine Lust zu googeln. Dazu seid ihr eigentlich auch da, dass ihr mir auch so ein bisschen dann helft, wenn ich gerade was nicht weiß oder so. Sagt mir dann auch gerne, bei welcher Minute ich irgendwo was vergessen habe, so Kohle oder so. Weil es wäre natürlich ziemlich ärgerlich, wenn ich da wirklich so viel liegen lasse hier drin. Und gerade läuft es ja mal gar nicht.
Ich muss, glaube ich, das Spiel ein bisschen drosseln. So, da kriegen wir noch ein bisschen Wolle von diesem Schaf. Kriegen wir auch hier noch. Ich muss sagen, also tagsüber die Minecraft-Welt ist schon ziemlich geil. Auch wir haben hier eine ziemlich coole Welt gekriegt. Das habe ich wirklich nicht gewusst, wo wir jetzt hier sind, sondern das war schon so. Also, das war, naja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und ja, dann klettern wir mal auf diesen Berg hier drauf, weil ich finde, das wäre schon. Oh, geil! Da oben will ich wohnen. Da oben will ich wohnen. Aber wir können uns ja vielleicht auch von Berg zu Berg hangeln, so ein bisschen. Oder was meint ihr? Das wäre natürlich auch cool, so eine Hütte auf dem Berg, ne? Ich glaube, das werde ich mir machen. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch erstmal. Was ist denn jetzt gerade los hier? Das ist ja furchtbar. Ich muss, glaube ich, mal ein paar Sachen im Hintergrund schließen. Also ist das ja echt. Ich schäme mich ja schon fast, wie unprofessionell ich hier gerade bin. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das mal. Weil es ist echt ziemlich lame. Okay, dann machen wir uns hier einen Stock. Und wie ging das noch genau? Ich glaube so. Egal, drei Leitern reichen mir erstmal. Wir können uns notfalls noch mehr holen, aber. Ja, doch, komm, wir holen uns noch mehr. Weil Leitern sind ziemlich wichtig, jetzt gerade auch in dieser Bergpassage. Erstmal kurz hier wieder abbauen, wie es sich gehört. Und unsers. Okay. Und dann kann ich, glaube ich, hier irgendwo mal eine Leiter ansetzen und dann klettern wir da einfach hoch. Ah, da. Okay. Ich habe irgendwo ein Skelett gehört, dachte ich. Skelette sind neben Zombies so die, ja, Gegner in diesem Spiel mitunter. Und dann gibt es auch noch Creeper. Die habt ihr vielleicht sogar schon mal irgendwie gesehen, weil die sind ziemlich berühmt inzwischen schon. Wenn die uns sehen, dann freuen die sich so, dann sprengen die sich einfach in die Luft. Also das ist schon heftig. Ich hoffe natürlich, dass hier oben keiner ist. Aber warum sollten die auch hier oben auch einfach auftauchen? Also ist ja Quatsch. Irgendwie. Gut, auf der Spitze eines Berges in der Kälte übernachten wir, wenn das mal nicht epic ist. Im Hintergrund die Türklingel geht. Naja, fail. Okay, auf der Spitze eines verschneiten Berges legen sich die Helden zur Rast. Und da drüben, da ist irgendwie Licht, das heißt, da muss Lava sein. Wir leben also in gefährlichen Zeiten. Durchaus. Okay. Dann würde ich sagen, ja, da steht's wieder. Ciao. Bis zum nächsten. Ah, hey, ich war noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Yo, man sieht sich. Bis dann. Ciao, Leute.